geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf dem Uncut-Kanal und natürlich auch auf dem Hauptkanal. Wir sind wieder in RSDSK am Start, nachdem der Kröchter des Monats Dezember hier gevotet wurde. Der gute Pearl Picker 3. Gehen wir jetzt in die neue Season, in den neuen Monat rein. Ich freue mich sehr. Auf dem Uncut-Kanal findet ihr die ganze Runde. Auf dem Raptor-Hauptkanal findet ihr die gecutteten drei Runden zusammengefasst quasi. Und ihr könnt dann wie immer in den Kommentaren entscheiden, welchen Spieler ihr aus dieser Folge als besten Kröchter empfindet. Und dann machen wir am Ende des Monats eine vierte Folge, wo wir den Kröchter des Monats küren. Ja, wie immer, wichtig, es wird sich hier nicht über die Spieler lustig gemacht. Ja, das dient nur zur Unterhaltung und das soll einfach ein bisschen Spaß machen. Wir sind auf Teilung drauf. Schauen wir mal, was der kann. Wo ist der hier? Der ist bei Military Base, ne? Ist das Military Base? Er hat jetzt den Loadout, den ich quasi gerade auch im Gulag hatte. Das ist MTZ556 mit der Longbow. AKA laut Twitter und einigen YouTubern und Streamern. OP-Waffe, Longbow, heftig, geisteskrank. Oh mein Gott, Two-Shot-Sniper, heftig. Ist natürlich absolut Arschritze, die Waffe. Ist, glaube ich, mit einer der schlechtesten Waffen mit der Sidewinder-Zone. Also, das ist auf jeden Fall Gameplay, was für uns ansehnlich wird. Ja. Und tot. Er muss natürlich überleben. Das ist wichtig. Er ist tot. Das war's doch. Das war's doch. Ach du ahnst es nicht. Er hat sich selbst gesprengt. Es kann ja schon wieder nicht sein, ey. Und wir sind auf Maul drauf. Einfach Maul. Und er hat eine Swarm am Start. Er hat da schon sein Stronghold gemacht. Was hat er als Hauptwaffe? Wahrscheinlich Tech Eradicator, MTZ Interceptor oder Pulle Miot. Eins von denen. Peter Sniper. Hat er ihm eben einen Snipe gegeben? Dann habe ich das gar nicht gesehen. Das könnte natürlich möglich sein. Ich finde, hier könnten wir gleich mal ganz schnell irgendwie ihn in ein Haus rennen sehen und dann wird er einfach weggeknallt. Ja, eine Drohne. Wir sehen ja als Zuschauer leider auch die Leute nicht auf der Drohne. Ja. Oh! Schießdiggi! Schießdiggi! Was ist denn da los? Doch. Doch. Oh, voll in die Futterluke geschossen. Doch. Übrigens an alle Leute, die hier in der YouTube-Aufnahme am Start sind. Ai! Jubi, 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 jubi. Ciao, Tschüsschen von Evox. An alle, die in der YouTube-Aufnahme am Start sind. Wo ist eigentlich mein Controller? Hier. Auf dem Uncut-Kanal oder auf dem Main-Kanal ist ja egal. Ihr könnt auch sehr gerne mal bei Twitch vorbeischauen. Ab nächsten Montag, ihr seht ja die erste Folge hier am Sonntag, bin ich wieder täglich ab 6 Uhr morgens live auf Twitch. Immer von 6 bis 14 Uhr. Ach, das sind Bots wegen der Blackside. Okay. Immer von 6 bis 14 Uhr. Und freitags ab 12 Uhr nehmen wir eigentlich immer erst DSK auf. Heute ist ein bisschen später, aber im Normalfall ab 12 Ur. Er macht jetzt die Blackside. Er spielt MTZ7. 6-2, hat die schöne Magma-Tarnung drauf, hat schon 6 Kills. Ich glaube, hier werden wir nicht auf unseren Kröchter-Spaß kommen, aber vielleicht auf ganz gutes Gameplay. Muss man erstmal alle killen und dann spawnt der Boss, oder wie ist das? Ich weiß gar nicht, wie die Blacksides hier sind. Ich habe noch nicht eine einzige in Warzone 3 gemacht. Okay, das ist auf jeden Fall wieder ein Juggernaut, okay. Und was gibt der einem? Okay, der scheint auf jeden Fall viel schlechter zu sein als in Warzone 2. Oh, ich habe nichts gesagt. Eine verbesserte Drohne. Okay. Loot-technisch ist es aber schon wesentlich schlechter als in Warzone 2. Mich triggert auch, dass der die ganze Zeit die Gasmaske auf hat. Oh. Bam. Hier trifft aber auch jeder wirklich jeden Snipeschuss. Also, das ist krank. Bei dem anderen Typen haben wir einen Snipeschuss gesehen. Headshot. Bei dem sehen wir einen Snipeschuss. Das ist halt jetzt wieder so, das ist halt typisches Solo-Gameplay, ne? Das können wir auch nicht flamen. Das ist halt einfach Position halten. Er sieht einen außerhalb der Zone. Den kann er jetzt up-aimen. Dann kriegt er noch einen Free-Kill. Der eine oder andere würde jetzt sagen, campen. Es leben auch nur noch 27 Gegner, beziehungsweise Leute auf der Map. Ich glaube, er ist ein guter Spieler, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie hier am Cancel-Sliden über die Map. Also, dass er ein bisschen schneller vorankommt, macht er alles nicht, ne? Ist ein Solo-Spieler. Teilung wäre halt echt eine Bereicherung für RSDSK gewesen. 100%. Dann hatten wir Maul. Maul hat nur aufs Maul bekommen. Und jetzt haben wir Evox. Okay. Das ist natürlich interessant, sage ich mal so. Was ist sein Plan? Können wir irgendwie um ihn herum schauen? Nee, ne? Third Person können wir nicht machen. Das ist nur diese Helmkamera. Nee, er spielt jetzt so. Das ist jetzt das Ding. Okay, jetzt hat er eine Drohne und jetzt geht er weiter. Aber die Drohne hatte er ja die ganze Zeit. Er hat gewartet, bis die Zone reinclosed. Aber irgendwie hat das nicht so viel Sinn ergeben. Aber er spielt schon ein bisschen komisch irgendwie. Dafür, dass er 7 Kills hat, spielt er echt verdammt komisch. Und es sind halt 15 Leute noch, ne? Das sind echt wenig Leute. Es war eine echt ruhige, entspannte Runde. Und ihm schauen wir ja jetzt auch schon 2 oder 3 Zonen zu. Der muss ja echt ein krankes Early Game gehabt haben. Okay, ein Muggel kommt auf jeden Fall noch hinter ihm rein. Und das war's. So ziemlich. Nee, er kommt nochmal weg. Der Typ war nicht gut, oder? Universal Soldier mit 10 Kills. Der marschiert hier. Der muss AFKler getötet haben, der andere, oder? Obwohl sein Sniper halt auch echt gut war. Hm. Er muss Night Night jagen. Und er will auch unbedingt, er hat noch 17 Sekunden, aber er will es unbedingt. Oh, der Jäger wird zum Gejagten. Oh, oh.
Oh, Polymiot, Digga. Ich habe die schon so lange nicht mehr gespielt. Das ist so eine kranke Waffe, ne? Zack. Zack, mal sehen, ob er noch auf den Sack bekommt. Feuershotgun. Oh. Hat er verdient, der Gegner. 8 Spieler noch außer ihm. Was hat er da? Verdammt, das war knapp. Bei manchen Typen frage ich mich echt, was die machen. Oh. Oh. Schön gemoved, schön gemoved. Jetzt stehen bleiben und... ja, der andere ist gut. Das ist eine Sweater-Lobby. Der weiß genau, dass er da nicht hinterher rennen darf, sonst ist er tot. Wir gucken hier in der kompletten Sweater-Lobby zu. Okay, hab nichts gesagt. Tschüss. Boah, ganz hinten ist einer. Digga, wo sieht der... Oh ja, der wird... Oh, Soldier wird sich so freuen gerade. Hat nur noch eine Platte auf Tasche. Uiuiuiui. Da ist noch eine Platte. Nimm sie mit. Diggi, also wie gesagt, das ist irgendwie auch trotzdem nicht die hellste Kerze auf der Torte hier. Und Reaktionen sind auch nicht vorhanden. Nee, hart reingefettfingert. Primal Tide. 1-gegen-1 Situation jetzt noch. Eike, seine Runde hätte ich sehr gerne gesehen. Das ist jetzt Gecampe gegen Gecampe. Oh, 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 oh. Shipbreak. Nate. Ja, rennt in seine eigene Nate und... Ich möchte nie wieder hören, dass derjenige, der als letztes in Battle Royale noch lebt, auch der beste Spieler der Lobby ist, weil er halt gewonnen hat. Wahrscheinlich diesen Evox. So, ich sag mal so, ich schieße hier 5 Schüsse hin. Und dann einmal hier. Und dann hau ich ab. Und dann schmeiß ich das. Vielleicht rennt er da rein. Tut er sogar. Dann schmeiß ich hier noch das. Und dann gucke ich mal. Ich muss ihn halt killen, weil wir gucken ihn dann nicht zu, wenn er so aus dem Gulag rauskommt. Dann gucken wir irgendwem zu. Es tut mir leid. Ich hätte mich killen lassen sollen, ganz einfach. Aber ich spiele mal gerne ein bisschen so rum. Aber das, ja, war doof. Aber jetzt sind wir auf Papa Darkest. Das hört sich doch auch gut an. Das war halt echt ein guter Kandidat, ne? Aber der ist, glaube ich, auch gut. Der wechselt wieder Waffen und guckt sich die an und so. Das... ja, wir haben wieder jemanden, der seine Waffen nach dem Wertigkeitsgrad mitnimmt. Das ist sehr gut. Papa Darkest ist, glaube ich, ein guter Kandidat. Er hat eine Ram dabei und eine Sniper. Und beide hat er nach dem Wertigkeitsgrad der Waffe mitgenommen, weil beide lila waren oder Gold oder was auch immer. Oh ja, das... ja. Oh, oh. Oh, oh. Juppie, duppie. Juppie. Papa Darkest, 13. Geil. Oh, ja. Und die MCW mitnehmen. Nee, doch nicht. Aber die MCW ist Gold. Doch, nimm sie. Ja. Sie ist Gold. Die muss mit. Gold ist besser als lila. Er bleibt da jetzt auch einfach. Oh, aufs Hochhaus? Das ist ein großer Move. Ach du meine Güte, du ahnst es ja nicht. Unter ihm ein Sniper. Komm, zieh die Sniper großer. Ja? Oh, bitte, das will ich sehen. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, Papa Darkest. Er ist eine Legende. Es sind 73 Leute noch am Start. Das muss eine... okay, dass er das weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wusste, dass das geht, sondern er hat es einfach gemacht. Oh. Er ist tot. Wird gesniped. Von oben, vom Hochhaus, oder? Ah, oh, Shipbreak, Papadakis, Papadakakis. Aber warum jetzt dahin? Einfach den looten, oder was, die Sau? Oh nein, was ist das denn für ein Visier? Ach du heiliges Scheusal. Aber das ist jetzt halt auch wieder eine Kombination, Papadakis, ne? Mit einer Sniper und einem LMG. Was machst du auf Short Range? Schlagen? Er wartet nur auf den richtigen Moment. Oh, oh, der andere sniped auch und der hat ihn gesehen. Oh, jetzt muss er handeln. Jetzt muss er handeln. Eine Platte. Boah, du Movement-Legende. In der Luft hat er sich ein Plättchen reingedrückt und noch rechtzeitig den Fallschirm gezogen. Was war das denn? Und wieder hoch. Warum nimmt der Papadakis nicht mal sein Loadout jetzt langsam? Zone 3. Solos. Ursikstan. 55 Spieler noch. Das hast du ja manchmal in Trios oder Squads oder was weiß ich nicht was. Nee, Digga. Eine Schweigeminute für Papadakis. Papadakis hat das Spiel verlassen. Er hat Gulag verloren. Jetzt sind wir auf Bardini 888. Und er ist mindestens genau das gleiche wie Papadakis. Es ist einfach... das ist, glaube ich, bis jetzt die kröchterigste Folge in Warzone 3. Er geht sogar einfach an den Spot von Papadakis. Da ist er gestorben, der Große. Ich möchte übrigens nur nochmal daran erinnern, dass man tatsächlich durch diese Leute... ja? Und das ist auch überhaupt kein Hate, ja? So, man sieht es hier auch offiziell, dass er halt nicht gut ist, weil niemand, der gut ist, hätte das gemacht. Ganz klar. Wieder Einstiegstoken. Wir sind nochmal auf ihm drauf. Ist das geisteskrank? Nein, er weiß es nicht. Er weiß nicht. Er weiß nicht.
Er weiß nicht, dass er noch drin ist. Jetzt erst. Es ist nicht gut, dass es Sniper, One-Shot, Headshot gibt. Bardini ist offiziell kein guter Spieler. Ich könnte darauf schwören, dass dieser Spieler eine 0,7er, 0,6er KD hat oder so. Der kann euch killen, egal wie gut ihr seid. Und das ist jetzt ein MTZ Interceptor und WSP Swarm Sweater. Stallo 1996, 8 Kills. Also wir sind auf jeden Fall sicher, dass Papadakis 13 für die Folge seinen Kommentar bekommt, ne? Papadakis war auf jeden Fall nochmal besser als der, wie heißt er, Babini. Ach, das ist eine MTZ 762. Ja, meint. Papadakis Zeitüberschreitung. Der war noch drin. Der hat zugeschaut noch. Okay. Skilltechnisch safe einer der besten Spieler hier in der Lobby. 2K kostet er das mobile Radar und der checkt gar nichts, der Arme. 13 immer noch alive. Lobby mit sehr vielen Spielern noch alive für so eine Zone in Solos. Kannst du nichts machen. Er hat noch einen oben auf dem Dach gesehen. Er sieht ihn die ganze Zeit. Er sieht ihn die ganze Zeit. Er sieht ihn die ganze Zeit. MTZ Interceptor, wenn ich das richtig höre. Jetzt auf Swarm wechseln. Nee. 762. Macht er schön. Ist aber... Oh. Ist ein schönes Gameplay. Einen hat er rechts von sich gehört. Spielspieler. Stuck. Das war's. Er ist durch die Stuck nicht gestorben. Selfress und goldene Gasmaske sei Dank. Ach du heilige Scheiße, du ahnst es ja nicht. 1 HP der Typ, 1 HP. Anderes unter ihm. Er sieht ihn, er muss kurz auftauchen. Jetzt raufschießen, reicht nicht. Unter Wasser geht wieder nichts rein. Der andere ist direkt unter ihm. Es wird sehr... Swarm ziehen, großer. Er sniped, er ist ein Bro, du bist gleich tot. Jetzt kommt der Typ links vor. Er spielt die ganze Zeit smart und dann spielt er so. Ich verstehe es nicht. Bro, du hast eine Pistole, geh unter Wasser. Du hast eine Core 45, geh unter Wasser. Was passiert hier? Oh mein Gott. GG's, Mann. Silvio 793566. Ja, ja. Ja, 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 ja. Es ist Silvio 793566, Hashtag 6232555. Und er muss jetzt hier KGB, CBR, Unterstrich Sportik jagen. Was passiert jetzt? Bro, du bist der Jäger, ne? Also das andere ist dein, das ist dein, den musst du killen. Oh, die Kräuterdrohne. Oh mein Gott. Ja. Ja, send sie los. Und jetzt wird er langsam sauer. Er wirft auch nicht das mobile Radar. Er geht jetzt crouchend die Treppe hoch. Die Leiter. Was passiert hier? Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Genau die ist es. Ja, ja. Und der kriegt gleich einen richtig dicken auf den Sack. Einfach nicht am Hochgucken. Nur geradeaus. Oh nein, ich will's nicht sehen. 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 Er hat ihn. Was macht er mit ihm? Er disrespected. Alter, unkorrekt. Er hat jetzt eine Swarm und was hat er noch? Wechsel mal die Waffe jetzt, Sportig. Natürlich. Eine Cut AMR vom Boden. Jetzt können wir wieder sehen, wie man durch so jemanden stirbt. Kann mir einfach keiner sagen, dass das balanced ist. Es hätte jetzt Futzen sein können da unten. Der jetzt gerade in einem Fight ist, aufs Dach springt und sich hinlegt, weil der jetzt gerade... Ich habe einen One-Shot. Das ist ein Sniper. Ich schieße ihn einfach in den Buddy. Das ist einfach balanced. Von Dach zu Dach. Ja, und das wird auch wieder ein One-Shot-Headshot. Es ist unglaublich. Er ist der beste Spieler. Es sieht so aus, als wäre Sportik der beste Spieler. Aber guckt es euch an. Okay, Aim war am Ende gar nicht so schlecht. So, Grasmaske wird wieder abgenommen. Jetzt wird sich vorbereitet. Kräuterradar. Ich glaube, in der Cut ist nur noch ein Schuss drin, wenn ich mich nicht irre. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, die mal in die Hand zu nehmen, wenn man da jetzt gerade eh schon hinguckt. Irgendwie macht mich sein Gameplay ganz nervös. 27 Spieler noch außer ihm. Lad doch bitte die Sniper nach. Bitte, tu mir den Gefallen. Bitte, 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 bitte. Du bist so ein toller Kandidat irgendwie. Links von ihm zwei. Rechts von ihm einer. Ach, die hat sogar noch drei Schuss. Okay. Okay. Bums. Er hat von 50 Schüssen Swarm hat er einen getroffen. Und dann wechselt man halt kurz auf die Cut. Bumm. Er hat ein Schild. Das war's. Du bist tot.
Der ist einfach nur da drauf gesprungen. Ach du Kacke, was hat der denn? Was ist das für eine Lobby? Schleiche durch die Gegend von O-Town. Hier kann man sich nur bewegen, wenn man in den Knien steht. Und jetzt die letzten Schritte ganz leise. Okay. Noch schnell jetzt die Platte nochmal mitnehmen. Nee, brauchen wir nicht. Ja, okay. Funktioniert gar nicht mehr. Er macht alles laut und schnell. Die Sniper. Er ist vom Dach geflogen. Da. Im Wasser. Du siehst ihn. Und Roms. Oh, Hitmarker. Herzlich willkommen hier bei TV Total, dem großen TV Total Sporting Sniper. Ja, Sniper? Nur für Short Range. Auf Long Range. Swarm. Oh Gott. Es kracht. Was jetzt? 10 Leute noch am Leben außer ihm. Er hört einen. Straight unter ihm. Links. Links. Och, nee, Mando. Jetzt aber. Rums. Nein. Er muss nachladen. Ja, und der hat Wege. Rechts. 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 Ach, Mano. Jetzt mach doch mal. Nein, lauf doch bitte. Was muss ich hier sehen? Ach, Digga. Das ist ja das, was ich meine. Der hatte 10 Kills. Wenn du jemanden im Solo zuschaust, der 10 Kills hat, denkst du, der ist gut, aber er... Nee. Ja, und der ist zum Beispiel gut. Prosecco, 14 Kills. Goldene Gasmaske jetzt am Start. 1 gegen 1. Gibt sich jetzt eine Platte. Schmeißt jetzt eine Smoke. Wird hochrennen. Wenn er so spielt, wie ich es denke. Nein, er spielt einfach anders. Okay, er verspielt sich komplett. Er ist tot. Ist das blöd? Ist das blöd? Ich habe noch nie so... Nein, ich kann's nicht mehr. Ich lasse es. Selbst die guten Spieler spielen. Was ist das? Sicherheitszone verlegt. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ich sage, wir haben jetzt hier 3 Banger-Folgen am Stück aufgenommen. Holy shit. Lasst ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Jeden Tag live ab 6 Uhr morgens bis 14 Uhr. Wir sehen uns im nächsten Video. Bewerten und kommentieren, wie gesagt, nicht vergessen. Und haut rein.